begrüße Sie zu unserer öffentlichen Anhörung heute hier zum Entwurf eines Gesetzes zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung und zu dem Antrag Qualität in der Kindertagesbetreuung verbindlich und dauerhaft sicherstellen. Dazu begrüße ich die Mitglieder des Ausschusses. Ich begrüße die Mitglieder aus den mitberatenden Ausschüssen. Für die Bundesregierung begrüße ich die parlamentarische Staatssekretärin Frau Karin Marx. Ich begrüße die Besucherinnen und Besucher auf der Tribüne. Ich freue mich über das ganz große Interesse. Und insbesondere begrüße ich natürlich unsere Sachverständigen für unsere heutige Anhörung. Ich würde sie jetzt noch mal namentlich vorlesen, dass wir wissen, dass auch alle da sind. Einmal Matthias Dantelgraber für den Familienbund der Katholiken, Frank Jansen für den Verband katholischer Tageseinrichtungen, Professor Dr. Bernhard Kalicki, Deutsches Jugendinstitut, Professor Dr. Gregor Kirchhoff, Universität Augsburg, Heiko Krause, Bundesverband für Kindertagespflege, Maria Theresia Münch, Deutscher Verein für die öffentliche und private Vorsorge, Dr. Johannes Resch vom Verband Familienarbeit, Annette Stein von der Bertelsmann Stiftung, Professor Dr. Susanne Viernickel, herzlich willkommen, von der Universität Leipzig und Regina Offer als Vertreterin der Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände. Seien Sie herzlich willkommen. Wir kommen zur nächsten Fragerunde zur AfD, 8 Minuten, und da beginnt der Herr Reichert, bitte. Ja, zunächst mal vielen Dank an die sehr sachkundigen Vorträge, natürlich auch von unserer Seite. Ich habe folgende Fragen. Und zwar, durch das Gesetz sollen die Länder verpflichtet werden, umfangreiche Analysen vorzunehmen, Handlungs- und Finanzierungskonzepte zu erstellen, dem Bund Fortschrittsberichte zu übermitteln und sich eines Qualitätsmanagements- und Monitoring-Systems zur Evaluation durch den Bund zu unterwerfen. Das Bundesministerium soll umgekehrt durch seine sogenannte Geschäftsstelle, die wahrscheinlich eher eine Länderaufsichtsstelle werden wird, die entsprechenden Berichte zu erstellen. Schließlich wird die Geschäftsstelle dann wahrscheinlich auch die Vertragsverletzungsverfahren gegen die Länder durchführen müssen, falls diese den Verpflichtungen nicht nachkommen. Der Herr Professor Kirchhoff hat sich ja dazu schon geäußert. Darum geht meine Frage noch mal an die anderen Sachverständigen. Glauben Sie, dass durch das sogenannte Gute-Kita-Gesetz den offiziell verfolgten Konzepten zur besseren Rechtsetzung und zum Bürokratieabbau Rechnung getragen werden kann? Herr Reichert, an wen bitte? Wir haben gesagt, maximal Gut, dann, zwei. Alles klar, dann fragen wir den Herrn Dantelgraber und den Herrn Jansen. Herr Dantelgraber, Sie haben das Wort. Ja, ich sehe auch dieses Verfahren aus Analyse, dann Vertragsabschluss, Unterstützung durch Geschäftsstelle als ziemlich aufwendiges Verfahren, bei dem nicht gewährleistet ist, dass aus diesem großen Aufwand auch wirklich im Ergebnis etwas herauskommt, dass der Bund sich also dadurch Steuermöglichkeiten eröffnet. Insofern würde ich auch sagen, ja, das ist kritisch zu sehen. Und die Alternative wäre das schon angesprochene Verfahren, dass man über Mindeststandards direkt durch das Gesetz verbindlich steuert. Das wäre, glaube ich, besser als durch so ein langwieriges Verfahren. Dankeschön. Herr Jansen, bitte. Angewiesen, dass mir eine Steuerung natürlich auch lieber wäre über verbindliche Qualitätsstandards. Da gibt es dieses ganze Verwaltungsgebaren nicht. Aber ich möchte in dem Zusammenhang, wenn es dazu nicht kommen sollte, auch noch mal an das KIFEC-Monitoring erinnern. Also was ich schon meine, dass es ein gutes Instrument ist, das in sehr effektiver Weise und sehr schnell auch entsprechende Ergebnisse liefert. Ich kann jetzt im Moment nicht beantworten, inwieweit das, was jetzt hier im Gesetz geplant ist, an welchen Stellen mit dem vergleichbar ist. Aber man müsste das noch einmal prüfen. Ja. Dankeschön. Frau Harder-Kühnel, bitte. Gut, dann machen Sie weiter, Herr genau. Reichert. Gut, Sie haben das Wort. Ja, nach Artikel 6 Absatz 2 Grundgesetz sind die Pflege und die Erziehung der Kinder natürliche Aufgaben der Eltern. Anders als im Schulwesen gibt es im Vorschulalter keinen staatlichen Bildungs- und Erziehungsauftrag. In der Bildung und Erziehung sind dann also letzten Endes die Eltern hier die angesprochenen Auftraggeber. Halten Sie es vor diesem Hintergrund für angebracht, wenn ein Bundesgesetz den Abbau geschlechterspezifischer Stereotype
durch die Kindergärten verordnen will, wenn man doch davon ausgehen kann, dass das Erziehungsziel der meisten Eltern ein Heranwachsen ihrer Kinder im Rahmen ihrer natürlichen Geschlechtlichkeit zum Ziel hat. Ich frage hier insbesondere Herrn Professor Kirchhoff und den Herrn Dantelgraber. Herr Professor Kirchhoff, Sie haben das Wort. Ja, also der Artikel 6 Absatz 2 wurde ins Spiel gebracht und Sie haben einen wichtigen Begriff nicht genannt. Da steht nämlich drin, dass Pflege und Erziehung der Kinder zuvörderst das Recht der Eltern sind. Aber ich will auch kurz auf eine Stellungnahme, auf eine Bemerkung von Herrn Resch zu sprechen kommen. Man muss schon aufpassen, wenn man hier scharfe Kritik äußert. Denn das Konzept, das das Bundesverfassungsgericht und das Grundgesetz vorsehen, ist eine Wahlfreiheit. Und Wahlfreiheit heißt eben auch, dass ich meine Kinder in jungen Jahren durch Dritte betreuen lassen kann. Der 6 Absatz 2 betont die Elternverantwortung und die sollen entscheiden. Das ist das Konzept, was dahinter steckt. Und zu diesem Punkt, den Sie konkret ansprechen, nämlich das Abbau der geschlechterspezifischen Stereotype, da fehlt dem Bund die Gesetzgebungskompetenz, dies zu regeln und insofern darf er das gar nicht. Herr Dantelgraber, bitte. Genau, ich möchte sagen, dass diese Verantwortung, die Eltern haben, dass die Erziehung Aufgabe und in erster Linie Aufgabe der Eltern ist und die Kitas sich nicht widersprechen, weil die Eltern bleiben ja auch sozusagen Herren des Verfahrens, wenn sie das Kind in die Kita bringen. Es gibt da ganz unterschiedliche Meinungen, ob das notwendig ist, den geschlechterspezifischen Stereotypen ein bisschen entgegenzuwirken. Wenn die Eltern damit einverstanden sind, würden wir sagen, ist das okay. Insofern sollte das okay sein, wenn es diese Angebote gibt und wenn Eltern, die das wollen, ihr Kind vielleicht in eine Kita schicken können, wo das so ist. Aber dass das verbindlich jetzt vorgegeben wird, aufgrund dieser großen Vielfalt der Meinung der Eltern und auch in den Regionen nicht für angemessen halten. Dankeschön. Herr Reichert, machen Sie weiter. Sie haben noch 2 Minuten, gute 2 Minuten. Dann stelle ich noch eine Frage, das passt sich ja ganz gut. Und zwar geht es noch mal um die Frage nach der Kompetenzordnung des Grundgesetzes. Ist ja die Kindertagesbetreuung originäre Aufgabe der Länder. Wie bewerten Sie den Umstand, dass die Länder durch das Gesetz verpflichtet werden sollen, mit dem Bund Verträge über eine weitere Ausgestaltung der Kindertagesbetreuung zu schließen, um dann in den Genuss der finanziellen Förderung des Bundes zu gelangen? Erkennen wir hier nicht, dass das föderale Prinzip und die föderale Ordnung der Bundesrepublik durchbrochen werden soll? Diese Frage geht noch mal an Herrn Professor Kirchhoff, aber auch an Herrn Kalicki. Herr Professor Kirchhoff, Sie haben das Wort. Ja, ich danke nochmal. Also wir müssen in der Tat hier 2 kompetenzrechtliche Fragen oder sogar 3 auseinanderhalten. Die erste ist, was fällt unter den Begriff der Fürsorge? Das ist der 74 Nummer 7. Der ist relativ weit zu verstehen. Das entscheidende Maßstab ist hier der 72 Absatz 2 und dazu habe ich ja schon ausgeführt und da ist die Bundeskompetenz sehr, sehr eng. Wenn Sie auf diesen Vertragsschluss zu sprechen kommen, auch da greife ich auf das, was ich vorhin schon gesagt habe, zurück. Der Paragraph 4 stellt fest, des Gesetzentwurfs stellt fest, dass die Staatsverträge vom Bund und Ländern zu schließen sind. Und diese Verpflichtung verletzt die Autonomie der Länder. Die Länder entscheiden, ob sie einen Vertrag schließen, einen Staatsvertrag, nämlich die Landesregierung und die Landesparlamente. Dankeschön. Noch eine kurze Antwort. Professor Kalicki, bitte. Ich kann es ganz kurz machen. Ich sehe nicht die Expertise, die verfassungsrechtliche oder juristische Expertise beim Deutschen Jugendinstitut, um diese Frage zu beantworten. Okay. Damit kommen wir zur Fragerunde der AfD mit 8 Minuten. Frau Haarder-Kühnel, bitte. Ja, ganz herzlichen Dank auch nochmal meinerseits an die Sachverständigen. In der Diskussion um die Wahlfreiheit in der Kinderbetreuung wird ja immer betont, dass in Deutschland niemand gezwungen würde, sein Kind in Kindertagesstätten zu geben. Wer sein Kind selbst betreuen möchte, der kann das ja tun. Dagegen würden viele Eltern nicht den gewünschten Betreuungsplatz finden. Um tatsächliche Wahlfreiheit zu schaffen, müsse deshalb die Betreuung immer weiter ausgebaut werden. Sie, Herr Dr. Resch, an Sie geht die Frage, beziehen eine abweichende Position hier. Eltern sollen die Ressourcen für die Betreuung selbst erhalten. Es soll also quasi eine Subjektförderung anstelle der Objektförderung geben, wie sie der Gesetzentwurf hier vorsieht. Wie kommen Sie zu der Behauptung, dass auf diese Weise Wahlfreiheit geschaffen wird? Und könnten Sie skizzieren, wie hier ein alternativer Ansatz ganz praktisch aussehen könnte? Herr Dr. Resch, bitte.
besteht, Mikro ist an. Besteht nach unserer Auffassung natürlich nur dann, Entschuldigung, Wahlfreiheit besteht nach unserer Auffassung nur dann, wenn die Eltern eben entscheiden können, wie das Geld verwendet wird. Sonst ist es eben keine Wahlfreiheit. Die heutige Situation, die heißt, nimm 1.000 Euro für die Krippe oder geh leer aus, ist keine Wahlfreiheit. Das ist eine Wahl zwischen friss oder stirb. Das heißt, die Eltern müssen entscheiden, was mit dem Geld zu tun ist. Sie können ihre eigene Erwerbsarbeit verringern, indem sie eben das Geld selber verwenden. Sie können damit eine Kita beauftragen. Sie können also irgendeine Fernbetreuung anderer Wahl finanzieren. Das heißt, wir sind nicht, das will ich noch mal ganz klar sagen, nicht gegen die Kita-Betreuung. Aber wir sind auch nicht für die Kita-Betreuung, weil wir der Meinung sind, das ist allein in der... Das müssen allein die Eltern entscheiden. Wir maßen uns nicht an, die Eltern zu bevormunden. Wir wollen also nicht denselben Fehler machen wie der Staat, dass er den Eltern sozusagen Vorschriften macht und wenn die Eltern sich nicht daran unterhalten, ihnen eben kein Geld gibt. Das heißt, wir wollen, dass die Eltern selber entscheiden können, eben weil sie nach dem Grundgesetz und auch nach dem Urteil, nach mehreren Urteilen des Bundesverfassungsgerichts, am besten in der Lage sind, was für ihr individuelles Kind am besten ist. Das kann überhaupt der Staat nicht entscheiden. Und die Untersuchung, die es gibt mit den Auswirkungen auf die Entwicklung der Kinder, da kann man natürlich nicht nur, wie die Frau Stein das machte, die positiven, die guten Kitas zugrunde legen. Das ist ja eine Auswahl. In der Nürnberg-Studie zum Beispiel wird ja gesagt, dass die guten Kitas eine Minderheit da sind. Das heißt, wenn wir die Auswirkungen der Kita-Betreuung und der elterlichen Betreuung untersuchen wollen, dann müssen wir alle Kitas mit allen Eltern vergleichen. Sonst führt das nicht zu vernünftigen Ergebnissen. Und mit den sozial benachteiligten Familien, also die NICHD-Studie in Amerika zeigte ja, dass gerade bei sozial benachteiligten Familien die Fremdbetreuung sich zusätzlich negativ auswirkt, weil belastete Kinder, die ohnehin schon im Elternhaus unter Stress leiden, die erleiden ja noch einmal eine zusätzliche Belastung, wenn sie von den Eltern getrennt werden. In Ausnahmefällen, wo die elterliche Betreuung tatsächlich sehr mangelhaft ist, mag das anders sein, aber die Gesetzgebung hat sich eben am Durchschnitt zu orientieren und nicht am Ausnahmefall. Die Gesetzgebung darf also nicht gute Kitas einfach zugrunde legen, solange es die nicht gibt, sondern sie muss alle Kitas zugrunde legen. Und noch ein Satz zur Destabilisierung der Familie. Sicher haben die letzten Jahrzehnte zur Destabilisierung der Familie geführt, weil eben die Erziehungsleistung nicht anerkannt wird, die elterliche Erziehungsleistung. Und hier muss ich ganz klar sagen, hier hat sich ein paternalistisches Denken eingeschlichen seit Jahrzehnten. Alle politischen Gedankengebäude von rechts bis links gehen von der Minderbewertung der elterlichen Erziehungsaufgabe aus und von der Überbewertung der Erwerbsarbeit. Das ist einfach ein männliches Denken, was nicht der Realität entspricht. Also ich würde sagen, es geht nicht um die Gleichberechtigung der Eltern im Erwerbsleben, denn dann sind Eltern immer benachteiligt. Also nicht um die Gleichstellung der Eltern im Erwerbsleben, dann sind Eltern nicht immer benachteiligt, weil eben die Erziehungsleistung nicht berücksichtigt wird. Es geht um die Gleichstellung der Erziehungsarbeit mit der Erwerbsarbeit. Das ist unser Ziel und nur das kann zu Gleichberechtigung führen. Dankeschön. Frau Harder-Kühnel, bitte. Ja, noch eine Frage an Herrn Dr. Resch. Es war die Rede von Bindung. Die Voraussetzung dafür sei, dass Kleinkinder bildungsfähig würden und soziale Kompetenzen entwickeln. Sie haben darauf verwiesen, auf Bedingungen in den Kindertagesstätten, zum Beispiel die Trennung von den Eltern etc., die das Entstehen von Bindung erschweren. Dagegen wird aber behauptet, dass die neuere Forschung zeige, dass Kinder schon früh mit multiplen Betreuungsarrangements zurechtkommen würden. Warum, Herr Dr. Resch, betonen Sie so sehr die Bedeutung der sicheren Bindungen für Kleinkinder? Herr Dr. Bindung, Resch, bitte. Bindung ist natürlich ein Schlagwort. Dazu muss man, das könnte man auch anders bezeichnen. Ich spreche mehr von der Entstehung von Sicherheit, Geborgenheit. Das Kind muss einfach subjektive Sicherheit entwickeln in den ersten 3 Jahren. Wenn das geschieht, sind das die besten Voraussetzungen für spätere Bildungsfähigkeit und auch Bildungswilligkeit. Das heißt, Bindung ist durchaus in den ersten 3 Lebensjahren wesentlich wichtiger als Bildung. Wenn es keine Bindung gibt, wird es auch später keine Bildung
geben. Dass sich ein Kind an die Kita gewöhnt noch ein paar Wochen, das ist durchaus möglich. Es passt sich eben an. Aber das heißt ja nicht, dass diese Anpassung vom Kind selbst gewünscht ist, sondern es ist einfach eine Anpassung an die Notwendigkeit der Bedingungen. Es gibt ja viele Untersuchungen in den letzten 10 Jahren vor allem, die die Stressbelastung der Kinder prüfen, indem eben der Cortisolspiegel im Speichel gemessen wird. Und da zeigt sich ganz deutlich, dass in der Regel, Ausnahmen kann es ja geben, in der Regel ein Kind in der Kita lange Zeit einem Dauerstress ausgesetzt ist, was bei elterlicher Betreuung eben weniger oder nicht der Fall ist. Und Dauerstress wirkt sich eben so aus auf die Kinder, dass sie sich irgendwie an den Dauerstress dann gewöhnen, aber eben zum Nachteil der seelischen Entwicklung. Das heißt, zum Nachteil der Entwicklung einer inneren Sicherheit. Also Stress ist nicht schlecht, ist sogar lebensnotwendig, um sich vorzubereiten auf akute Notsituationen. Aber wenn diese Notsituation den ganzen Tag anhält oder Wochen anhält, Monate anhält, dann hemmt es eben die Entwicklung des kindlichen Gehirns. Wir wissen das von bildgebenden Verfahren, dass zum Beispiel der Hippocampus sich bei Kindern weniger entwickelt, die nicht maximal sozusagen von den Eltern betreut werden. Es gibt da amerikanische Untersuchungen, dass Kinder, die mütterlich, also bemuttert werden sozusagen, dass die eine viel bessere Entwicklung des Hippocampus entwickeln, also wird einfach größer. Und der Hippocampus ist eigentlich eine medizinische Größe für die Beurteilung der Lernfähigkeit des Kindes. Also ein Kind, was geborgen aufwächst, das hat eben mehr Kapazitäten, sein Gehirn so zu entwickeln, dass es später optimal bildungsfähig ist. Und wenn das nicht der Fall ist, dann verkümmern die Hippocampi und mit entsprechenden Folgen, die sich dann später in der Lernfähigkeit und Lernwilligkeit der Kinder äußern. Dankeschön.